Oha! Diese Bucht ist die Grabstätte eines alten Königs. Benetze die Wandtafeln und es müsste sich ein Weg öffnen. Es ist wie Zauberei. Ein Weg führt zu einer Insignie der Sonne. Glaube mir, das stimmt wirklich, vielleicht. Dann dreh dich mal um. Moment, ich lade mal Wasser auf. Ich glaube, an der Wand befindet sich auch schon einer. Komm mal. Ob da irgendwie oben oder so? Ja, da. Boah. Ich glaube, das geht auf Zeit. Da fängt das ganze Spiel gleich an zu ruckeln. Hallo. Na, so viel passiert. Na toll. Was soll das denn? Solltest du den anderen Aufsatz nehmen, falls du ja so halt mal runterfliegen willst? Ich sollte vor allen Dingen die Kamera richtig drehen. Ja. Ist, glaube ich, hier zu empfehlen. Oh. Glaube, da ist gerade alles am Zurückgehen. Ich glaube auch. Ich glaube, das war eine Sackgasse. Verdammt! Nein! Ich will nicht! Oh. Autsch. Okay, auf ein neues. Wo auch immer das war. Da. Aber ich glaube, das ist mal nach rechts. Oder geradeaus. Ich glaube, geradeaus ist irgendwie eine blaue Münze oder so. Also geradeaus hoch. Oder überhaupt erstmal hoch. Ja, hä? Was war das denn? Kurzer Absturz. Oder es kann auch sein, dass du dafür eine Rakete brauchst. Das wäre auch gut. Ja. Ich glaube, guck mal, ob du rechts kannst. Oder links. Oder? Nee, in die Richtung ist auf jeden Fall nichts. Oh nein! Okay. Das war knapp. Verdammt. Ich wäre gerade fast zerquetscht worden. Hast da zum Glück endlich viele Versuche. Und keines der Versuche kostet dich Leben, also noch nicht. Mhm. Also du fällst noch mal ein paar Mal von der Höhe runter. Da. Wunderbar. Du hast gerade einen Bug aufgetreten. Nein, niemals. Okay. Dann nicht. Hab ich mich wohl verguckt. Nein! Oh. Oh, was ist denn da passiert? Wie ist das da denn jetzt passiert? Wunderbar aus. Also, ich fand, das war ein wunderbarer Auftritt. Okay. Ja. Oh, guck mal, da ist eine blaue Münze. Gut. Das ist natürlich jetzt auch nicht Das schlecht, wollte ich jetzt zwar jetzt nicht so unbedingt, aber okay. Hat funktioniert. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, wir müssen irgendwie da links hoch und dann mal gucken. Nee, rechts hoch. Ja, rechts hoch und dann wieder nach links. Dann schau mal, ob da an der Wand auch noch so Steintafeln sind. Auf der rechten Seite. Schon mal rechts hoch. Ja. Ich sehe jetzt so direkt keine. Dieses Blaue da an der Wand, könnte das sein? Ne, das sind irgendwelche Nöppel. Das geht da auch einmal komplett rum. Okay, dann, keine Ahnung. Nochmal hochgehen und gucken. Ja. Wir haben ja genug Zeit. Also wenn die nächsten 5 Parts diese Stelle sind, dann geht das. Ist doch immer passiert. Ich hoffe ja nicht, dass die nächsten 5 Parts diese Stelle sind, weil irgendwann verliere ich auch die Geduld. Aber ich sollte vielleicht die Kamera richtig drehen. So. Ja, aber du kannst dich ja eigentlich immer auf deinen Bug verlassen. Ich glaube, du musst da. Ja, ich schätze genau das. Ja. Oh. So, wir sind oben. So halb zumindest. Zumindest fürs Erste. Und da hinten ist nochmal so eine Steinplatte.
Ja, und da sind wir nicht hin. Die Frage ist, da kommen wir doch niemals hin mit dem Wasser, oder? Ah, doch. Oh, das funktioniert. Da passiert irgendwas. Aber nichts Relevantes. Schau mal rechts, ob da vielleicht noch eine ist. Diese Höhle da sieht ein bisschen auffällig aus. Hallo Höhle. Okay, das war's aber auch schon. Die muss es aber irgendwo noch was geben. Da, na, nehmen wir doch die so lange. Ja, finde ich eine gute Idee. Okay, da spart mir nichts drin. Ach, was denn? Oh. Ich warte noch eine Runde. Können wir so lange mal putzen? Blaumünzen sind immer gut. So. 8 blaue Münzen. Es werden immer mehr. Kann ich den Timer resetten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich dagegen nochmal gegen spritze. Glauben. Dann warten wir jetzt einfach mal ab. So. Achso, der muss erstmal noch zurecht bauen. Dauert wohl noch einen Moment. Ja, man hört's. Also, ich, nicht du. Ja, ja, ich dachte nicht. Weil ich höre nichts außer dich. Jetzt aber. Nein! Ja. Das ist tricky. Das ist richtig scheiße. Wechsel mal die Düse, weil dann flieg einfach hoch. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Hier geht's nur runter. Mhm, dann geht's wieder hoch, wieder runter. So kann man eigentlich auch außen entlang fliegen. Das wäre doch viel einfacher. Genau. Du hast das verstanden, was ich wollte. Ja, nur jetzt ist eh vorbei. Nee, du musst nach rechts, Ah, spring! Da unten. Ich schaffst das nur unten, Moment. Da! Toll! Ich glaube nicht. Ja, aber ein Versuch war es wert. Ah, die so. Funktioniert schon viel besser. Hier runter. Dann hier. Kamera drehen. Toll, Kamera, danke. Ich sehe nichts. Aber es hat funktioniert. So. Und dann hier wieder hoch. Ja. Oh. Es wird. Es wird. Ich hoffe, dass es das war, weil es baut sich gerade schon wieder zurück. Hm. Außer das zählt hier noch alles mit dazu. Dann müsstest du dich jetzt natürlich beeilen. Ich glaube, das war's jetzt aber. Den kenne ich doch. Oh, ja. Kenn ich auch. So gut aus deinen letzten paar Folgen. Ich hasse ihn. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, dass du die ein oder anderen Schwierigkeiten gegen ihn hattest. Nee, Quatsch. Nur ein bisschen. Ach, wie kommt's drauf? Na! Da wohl nur so aus meiner Perspektive. Vielleicht sieht's jetzt besser Komm, aus. Komm, lass deine Arme am Boden liegen. Danke. Aber der ist schon arm dran, wenn du alle Arme rausziehst. Muss man das nicht machen? Doch, doch, aber... Ist ja schon ein bisschen... Komm, schlag mich! Ich muss dir mit Wasser ins Gesicht spritzen. Oder aktiv. Wieder richtig ab. Dann ist es natürlich noch schafft, drauf zu springen. Ja, ja. Wunderbar. Wow, sogar beide. Theoretisch könntest du es auch machen, ohne die Arme abzureißen. Ja, ich hatte den auch ein paar Mal mit Armen getroffen, aber das macht das Ganze doch bedeutend schwerer. Oh. Ins Gesicht! Ja. Und da steht er wieder auf. Nein. Oh.
Nein. Gut ausgewiesen. Aber es sieht doch gut aus. Also. Ich finde die Leistung jetzt einigermaßen stehen lassen. Ja. Also auf den einen oder anderen Part. Also es ist schon besser geworden, sagen wir es so. Die regelmäßige Routine, oder? Ja, absolut. Wie oft hast du ihn jetzt besiegt? Einmal im Hard Mode und einmal normal. Also ist das nicht dein drittes Mal. Genau. Aber beim ersten Mal war der ja echt easy. Ja, da musste man dem ja noch nicht die Arme ausreißen. Jo. So, und jetzt ziehe ich dir die Fresse lang. Ich schick ihn nach weit, weit weg. Kaboom! Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh. Musste ich da runter? Yep. Ah, cool. Da ist nämlich die lang erwartete Insignie. Diese Hawaii-Musik ist jedes Mal wieder gut. Ja, finde ich auch. Speichern und weiter. Warum er auch immer er nicht gespeichert hat. Und irgendwas mit fehlgeschlagen. Echt? Ja. Könnte durch das Laden und Speichern von den blauen Münzen passiert sein. Könnte sein. Aber dafür haben wir ja Safe States. Yep. So, gucken wir mal nach oben. Moin. Das funktioniert wieder. Oder auch nicht. Der will heute. Die Flasche der roten Münzen. Ich befürchte fast, wir müssen rote Münzen sammeln. Ich befürchte auch. Ich befürchte auch, dass die nicht einfach zu bekommen sind. Da will ich jetzt noch nichts zu sagen. Heureka, ich weiß ja, jetzt weiß ich es, was ich jetzt weiß. Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo, die Antwort bist du. Du musst auf dem Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole, Flasch rein, yippie, tra. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus, schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann es losgehen? Dann mal los, ab in die Flasche, ne? Hä? Das macht Sinn. Okay. Oh. Das ist dein persönliches Aquarium. Das ist ja... Was? Was zum Teufel? Das ist voll schwer. Ach, du machst das schon. Sieht etwas unbeholfen aus. Nee, gar nicht. Ich habe hier die absolute Kontrolle. Juhu. Fehlen noch 7. Hast du einen Tipp für mich, wie das mit der Steuerung einfacher geht? Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das mit der Steuerung hier war. Ich glaube, da unten ist ein Strudel. Da ja, merke ich, der schießt mich die ganze Zeit nach oben. Jo. Kannst du irgendwie Stampfattacke machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Aha. Yay, 2. Hat gut funktioniert. Ich glaube, der Rest wird einfacher. Nein! Aber statt Mario einfach springen würde, beziehungsweise schwimmen, nutzt er einfach sein komische Wasserpistole unter Wasser. Ja, und es ist total schrecklich. Sieht auch schrecklich aus, glaub mir. Vor allen Dingen ist es... Ja, so. Vor allen Dingen ist das Vorwärtskommen total komisch. Man ist entweder total schnell oder mega langsam. Das macht es, glaube ich, nicht einfacher. Nein. Aber du hast ja fast alle.
Aber ich glaube, du musst das Ganze nochmal normal unter Wasser machen, ohne in der Flasche zu sein. Soweit meine Erinnerung. Wie jetzt? In der nächsten Mission oder so musst du das unter Wasser machen, also unter dem echten Wasser. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja gut, wenn ich selber schwimmen kann, dann ist es ja meiner Meinung nach einfacher. Oder? Nee, ich glaube auch mit der Fortbewegung. Ach so. So, jetzt fehlt noch irgendwie eine Münze, die ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ich sehe sie auch noch. Da! Da, ja. Perfekt. Wunderbar. Perfekt. Noch die Insignie und dann wäre das auch gepackt.